Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Adversaries. Die nächste Folge startet und wir schauen ohne Umschweife in Quarks rein. Gegen wen wird's wohl gehen? Letztes Mal einen Sieg abgestaubt, allerdings wird jetzt wahrscheinlich Picard, also Locutus oder die Borg Queen warten. Gehe ich mal fest davon aus. Und wen kriegen wir? Wir kriegen eine Klingonin, Jenners. Dann wartet der erst im nächsten Step auf uns. Summon a was auch immer, Recon Bird of Prey, Cloaking Device on a friendly ship, leave Stealth, Gain, One Attack and Jamming. Okay. Nicht so verkehrt. Das sind alles recht günstige Schiffe. Die lassen wir mal besser. Nicht, dass wir dann wieder irgendwelche Zehner kriegen, die wir gar nicht brauchen können am Anfang. Spielen können wir allerdings noch nichts. Da warten wir dann noch. Da müssen wir noch eine Runde ausharren. Aua. Eins Verteidigung. Jamming. Aber ist Fischfutter... So schnell kann ich wahrscheinlich gar nicht gucken. Piu, was war das? Wo ging das gerade hin? Interessanter Angriff. Manchmal ist es noch leicht verbuggt. Haste, 16 Auxiliary Power, sprich beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich dann meinen Ultimate einsetzen können. Gain 2 Attack until end of turn when a friendly ship is destroyed. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn das groß gemacht wird, das Schiff, dann ist das nicht verkehrt. Den Ultimate hätte ich sogar schon zur Verfügung. Ich warte aber noch. Damit es sich auch richtig lohnt, damit ich auch mal zuschlagen kann. Haste und Jamming. Haste und Jamming, gar nicht verkehrt eigentlich. Das Schiff ist ein bisschen verbuggt in seiner Animation. Die Both Class. Both. Okay, was haben wir da? Draw a random 3-Cost Chip. Für den Anfang gar nicht so verkehrt. Machen wir das oder machen wir Haste? Ich weiß es noch nicht. Machen wir es mal so, ich greife mal ganz normal an. Piu, piu, piu. Dann Stealth wieder. Und dann... 1-1. Ja, ich glaube, dann mache ich das hier. Und... Ach, vier. Naja, egal. Egal, das ist ja auch eine Cloaking, dann hätte ich das vorher spielen können. Hätte ich das ja auch nochmal verbessert gehabt. Aber was soll's, egal. Da vergesse ich immer, dass das auf alle Schiffe geht und nicht nur auf eins. Der Bird of Prey. Ja, greift uns direkt an, klarerweise, weil wir haben ja alle Schiffe gestealthed. Wir werden erst jetzt dann rausgehen aus unserem Schneckenhäuschen und mal angreifen. wie machen wir das? Was machen wir? Was ist unser Plan? Das hier auszunutzen wäre schon ganz praktisch. Gain 2 Attack. Until end of turn, when a friendly ship is destroyed. Wäre dann natürlich praktisch, irgendein Schiffchen immer zu opfern und den und ja, davon zu profitieren, ne? Ich greife mal ganz normal an. Mit meinen 6. Stealthe das Schiffchen auch wieder. Draw two random enemy ship, blah blah. Draw random enemy ship, blah blah. Give
To all friendly stealth chips. Ich glaube, das mache ich sogar noch mal. Das wende ich gleich an. Und jetzt können wir uns mal überlegen, was wir da alles so rumstehen haben. Das hier zum Beispiel mit 3 Angriff geht mir am Arsch. Dann mache ich das mal platt, sterb selber. Aber egal, dadurch soll sie sich das hier. Ah ja, bis zum Ende der Runde. Okay, alles klar. Habe ich einen Fehler gemacht, wieder mal. 11 Attack. Dadurch, dass ein Schiff zerstört ist, aber nur bis zum Rundenende. Und das habe ich ja schon eingesetzt. Kann ich also dementsprechend nicht mehr jetzt einsetzen. Ein Schiff drawn wäre praktisch. Jamming wäre wahrscheinlich ziemlich schnell Fischfutter. Allerdings kann ich das Schiff natürlich auch einsetzen, um den Unmut der anderen auf mich zu schieben, auf mich zu ziehen. Weil sonst greifen sie das Flaggschiff an und wenn ich ein Schiff draußen habe, dann greifen sie vielleicht eher das Schiff an. 2, 3, machen wir da noch ein bisschen Damage und machen wir mal weiter. Na, ich bin mal gespannt. Greift trotzdem direkt mein Flaggschiff an. Okay. Ja, gut gemacht. Der hat ja auch Jamming. Okay, was haben wir als nächstes? Ich brauche mal dringend einen Guardian. Fetten Guardian raushauen. Dich mache ich platt. Mit meinem 2-2er. Ja. 3-3 gegen 3-3. Ja. Ich muss die Schiffe mal loswerden beim Gegner. 2 und 1 ist eigentlich gar nicht verkehrt. Machen wir das. 15 Angriff und bam. Einmal reinhauen hier. Gute Sache. I serve in my own way. Was macht der Gegner? Lauter Stealth-Schiffe. Bisschen ungut gegen diese Stealth-Schiffe zu spielen. Die sind so unberechenbar, man kann sie auch nicht wirklich ausschalten. Kann sie ja nicht anwählen, außer ich habe einen Schaden, der auf ein Random-Schiff geht. Und von dem her tarnen sich die dann einfach und machen halt den Mega-Damage. Und das mag ich nicht so gerne. Gefällt mir nicht so gut. Cloaking Device. Blood First Gain Jamming. Auch ein tolles Schiffchen. So richtig mehr kann ich mir eh nicht leisten. Oder ich mache einen Guardian. Noch einen Guardian spielen. Und hol mir ein 3-Kostenschiffchen. Ich glaube, das mache ich. I suppose this is what I deserve. Genau. Und da machen wir Damage. Das machen wir auch noch mit dem Eventel. Auch noch ein bisschen Damage. Sehr schön. Gar nicht verkehrt. Wenn er jetzt kein Guardian macht, könnte ich ihn sogar down kriegen. Er macht den Guardian. Der Drecksack.
Okay. Das hat er down bekommen. 15, 13. Das hat sich ja richtig gelohnt. Das sollte gar nicht sehen, meiner Meinung nach, wenn der Gegner dran ist, weil davon profitiere ich jetzt gar nicht. Also wieso das angezeigt wird, das ist echt nur, um mich zu verarschen. gut, was kann ich denn machen? Was kann ich machen? Haste kann ich sofort rausballern. Ich möchte den irgendwie recht schnell down kriegen. Nachteil ist, ich kriege ihn nicht down. Mit 6 Verteidigung muss ich schon meine 11 Angriff auf genau das Schiff fokussieren. Krieg dann auch ein bisschen Damage. Aber den Vorteil, dass ich es gleich wieder in den Stealth-Modus verfrachten kann. Somit nicht angegriffen wird. Random Ship with Cloaking Device 4. Ja. Achso, 2 gleich. 2 Schiffe gleich, okay. Gut. Haste. Ich möchte direkt Schaden machen. Was bist denn du? On a friendly ship, leave stealth, gain one attack and jamming. Dich mag ich nicht. Weg mit dir. Start of your turn. Sowas ist zum Beispiel ganz praktisch. Macht einfach Schaden an einem random Gegner. Sprich, wenn ich wieder drankomme und nur das Schiff da ist zum Beispiel, dann ist das mal fix weg. A random bedeutet auch die gecloakten Schiffe. So, na dann wollen wir doch mal schauen, was du wieder daher zauberst in der Runde. Verbessert das Schiff erstmal. Ja klar, wie viel magst du noch angreifen? One damage to all enemy ships. Drecksack. To all, ja, da sind auch die Gekloakten dabei. Das ist fies. Fiese Sache. Naja, aber er hat's verkackt. Er hat keinen Guardian sprechen können. GF Target von die Stealth Chip. True Attack. Ich glaube, das mache ich doch mal, bevor ich ihn richtig finische. Ich hole mir auch noch Karten. Ist schon egal, aber ich möchte es einfach noch ein bisschen auskosten. Da zum Beispiel so ein Zweierschiff. Dann setze ich sie drauf. Target Friendly Stealth Chip. My name is Grinka. Ach, nur eins von denen, okay. Okay, dann das hier. Und dann haben wir auch noch so ein Schiff in hier raus. Und dann. Fuck you, Dennis! Yes! Nice! Schöne Sache. Ja, der Bildschirm ist neu hier. Aber es sieht natürlich nicht mehr ganz so episch aus wie vorher. Als ganz fett Win da stand. Wir kriegen Latinum für unseren Daily Reward. Den sehen wir hier. Win 2 Games. Und das hier haben wir auch bekommen. Und das bedeutet ein gratis Pack. Dann werden wir das doch einfach mal anschauen. Und was so schön ist, wenn wir gerade dabei sind, purchasen wir uns einfach noch eins. 2. So, dann haben wir 3 Packs, die können wir jetzt aufmachen. Das eine, was wir bekommen haben, das Standard-Pack. Rare. Colonel Worf. Ist ganz praktisch. Das hier zum Beispiel. Kann man den Ultimate Boost, also das Ultimate, die Angriffsfähigkeit zünden. Dadurch hat man dann nicht die nötigen Auxiliary Power. Also nicht mehr als 10. Und dann kann man den hier spielen und kriegt 2-1 dauerhaft.
Gute Sache. Epic. Hat man schon. Okay, 4 Sterne. Carmen. Gratis. Carmen. Nehme ich gerne mit. Buh. Und dann noch die 2, die wir uns gerade noch gegönnt haben. Rare. Rare. Carmen. Rare. Alles schon voll hier. Epic. Nochmal ein 4-Sterne-Pattern. Wollen wir uns irgendeine 4-Sterne-Karte aussuchen können? Rare. Rare. Alles voll hier. Alles voll. Carmen. Gibt alles Zunder für uns. Bringt uns wieder auf 775. Einige Patterns haben wir, vor allem wieder 3-Sterne-Pattern. Aber es gibt auch nicht mehr allzu viele 3-Sterne-Schiffchen, die man sich oder Sachen, die man sich so gönnen könnte. Das ist, haben sie ein bisschen verschlimmbessert, die Ansicht. Das war vorher besser. Mittlerweile ist das, ja, wer denkt da dran, dass man da unten aufklappen kann? Naja. Kinder. Nicht so cool. Keep those target discriminators aligned. Auch wie man runterscrollen kann, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ah, da. Da kann man die Pages runter. Okay. Das sieht aber aus wie dieser Zurück-Button. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, manchmal wollen sie es einfach nur verbessern, damit es wieder mal anders oder ändern, damit es anders aussieht. Aber so richtig, richtig ein Fan davon bin ich nicht von der Ansicht. Ja, also wir haben ja diese Patterns noch, aber ihr seht schon, wir haben hier eigentlich schon alle Schiffchen voll. Wir haben und alle Crew. Alle 3-Sterne-Leute. Da ist nicht mehr wirklich was dabei. I serve in my own way. Dem auch schon voll. Ja. Also so richtig. Objection. Ist auch schon voll. Das hätten wir auch schon. Ich meine, das reicht auch schon, wenn wir es einmal haben. Bei denen sehe ich leider nicht, wie oft ich es habe. Das habe ich noch gar nicht. Okay. Ja, dann gönne ich mir dafür den Token. Ja. Dann haben wir das auch mal. Damage to all ships. Ja, es kann auch nach hinten losgehen. Aber wir haben es noch nicht. Also, YOLO. Gönne ich mir. Wir haben gerade so viele Tokens. Die können wir gar nicht alle verballern. If played on. Ja, das ist gut. Dafür auch gerne einen Token. You incompetent Topa. Haben wir schon. Such a noble human. Haben wir schon? Gegen den haben wir gerade gekämpft, gegen den Orak. Peace process will go. Okay. Die haben wir auch schon alle. Alles soweit mal zumindest auf einem Stern. Ja, sehr schön. Dann kann ich die Tokens eigentlich. Ich weiß gar nicht, kann man die verkaufen, auch die Tokens? Was macht man mit Tokens? Das ist eine gute Frage, oder? Shop. Nee, da kann ich es nur kaufen. Ich glaube nicht, dass ich das verkaufen kann, so richtig.
Sie haben es aber wirklich von der Ansicht ein bisschen verschlimmbessert, also sah schon mal besser aus. Seht ihr auch, wenn ihr zurückspult und euch andere Folgen anschaut, da sie lieben es halt wirklich, das Interface andauernd neu zu designen. Eben nett, dass es Abwechslung ist, aber auch manchmal, naja, manchmal machen sie es einfach nur, damit sie wieder den Grafikern einen neuen Auftrag geben können, kommt mir vor. Naja, okay, na, wir haben das jetzt jedenfalls, haben ein Schiff, haben ein bisschen Pack-Opening gehabt, wir haben einen Kampf gewonnen, hier nochmal in Quarks. Uns nochmal die Karten angeschaut, die wir denn so haben, uns nochmal einige gekauft, gerade die, die rare sind. Wir haben noch ein paar Replikatoren, also noch 3 und 2 für die besseren dann. Da gibt es dann auch dementsprechend mehr Möglichkeiten. Also wenn ich mir dann die Epic anschaue, wo wir 3 noch auszugeben haben, da sind dann schon einige dabei, die man sich noch gönnen könnte. Sogar gar nicht mehr so viele, wie ich mir dachte. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Okay, da sind mehr. Wenn ich auf All gehe, dann gibt es 5 Seiten. Da sind viele Klingonen dabei, die werde ich noch gar nicht haben. Kann man sich ja dann nochmal überlegen. Wenn ihr wollt, mache ich das sogar jetzt noch online mit euch. Da wäre ein Guardian dabei. Das wäre durchaus interessant. Your words mean nothing. I see we have a long way to return the ship to your hand at the end of your turn, destroy the ship. okay, das ist, naja, wenn man eh schon weiß, dass das Schiff drauf geht. Wäre lustig, das zu spielen. Was haben wir denn noch? Irgendwas Spannendes, irgendwas Cooles. Steal for damage to target enemy ship with Guardian. Ich glaube, dass der Jake Sisko gar nicht verkehrt ist. Den, da geht meine Stimme mal zu dem hier. Also ein Replicator-Pattern, glaube ich, wird sich dafür opfern. Retreat, ich bin kein Retreat-Fan, Kim. To my crew and my family back home. Darmok and Gelard. Da bin ich mit dem Drawn, ja, weiß ich nicht. Kostet 4. Ja, sehe ich den Sinn dahinter jetzt nicht so. We are Hugh. Hugh ist ganz gut. Guardian Modulating Sheet. Kann man beides ganz gut brauchen. Also Jake Sisko, Hugh. We work to better. Ach, come on. Ich habe gerade da hingeklickt, also. Cloaking Device Commander gegen Tramper. Reduce the cost of all cards in your hand by 1. No, da gibt's auch bessere. Den das haben wir schon. Give all damage Trenderships to 1. Aber der Nachteil, wenn was gedamaged ist, ist es ja meistens auch schon down. Take control of target ship with 2 attack or less. Eventuell könnte man sich das hier gönnen. Wenn der Gegner beispielsweise seinen fiesen Guardian raushaut, den 2-6er, dann ist es praktisch. Ansonsten weiß ich nicht, wie viel es sich wirklich lohnt im Endeffekt. Reduce Targets Enemy Ship Attack to 1 und gleichzeitig Guardian. Ja, also dafür
gerne meinen Token. Confirm. Zack. Was haben wir auf der fünften Seite noch? Das haben wir, glaube ich, schon. Genau, das haben wir auch schon. Dann war es der Jake Sisko. Humanity? Den kann man nicht bei beiden verwenden. Ja, ja, ist okay. Kann man auf Föderation und Klingonen-Seite verwenden. Ja, dann habe ich noch den einen. Und den einen verwende ich. Give all damage. Das hier, 2-1. Ist nicht verkehrt. Ist halt Klingone. Aber ist schon nicht schlecht. Das hier gefällt mir auch nicht schlecht. Auch wenn 6 Kosten echt heftig ist. Oder Guardian Modulating Shields. Den kann ich überall verwenden. Ja. Token, confirm. Dafür geht mein letzter Token drauf. Gut. Und dann haben wir noch Legendary. Da haben wir 2 Tokens zur Verfügung. Ich glaube, den setze ich noch nicht ein. Ich weiß es einfach nicht. Da gibt es so viel. Da gibt es 12 Pages. Viele Möglichkeiten. Ich guck mich mal ganz kurz durch. Wenn ihr, also wie gesagt, könnt gerne noch dabei sein und noch mit mir durchgucken, würde mich freuen. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich ausgeben werde. Guardian, deal 4 damage to the random enemy ship. Vor allem, weil da kann sich ja durchaus noch ändern. Ist ja noch alles Early Access und dann wird irgendeine Karte mega gefixt, die vorher nicht gut war und umgekehrt. When any ship takes damage. Die hier zum Beispiel, die Kang, also ganz ernsthaft, ich glaube, die wird gefixt werden. Die ist einfach zu gut. When any ship takes damage, gain one attack. Hat nur 3 Kosten und hat eine 2er Angriff und eine 2er Verteidigung. Also wenn sie die nicht fixen, dann weiß ich, dann bin ich echt gespannt. Vor allem die ist teilweise ist da sogar ein Bug drinnen, weil meiner Meinung nach kriegt man sogar 2 Attack, wenn man Schaden kriegt. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr den Kang auch habt und spielt. Die ist schon extrem gut. Also ich könnte sie mir jetzt für den Token holen, aber ich bin sehr, sehr fix, dass sie den Kang, oder sehr, sehr sicher, dass sie diesen Kang noch fixen werden. Derweil ist da einfach der Hammer. Man kann so ein gutes Schiff sich zusammenzimmern mit dem. Setzt den in die Verteidigung, hat 2 nette Verteidigung, es ist sehr günstig und was der für Angriffswerte kriegt und das Schiff boostet, ist einfach der Hammer. Also mit dem kann man viel wuppen. Zu einem super günstigen Preis. Eine echt tolle Karte im Moment. Jetzt, wo ich mir ein Klingonenschiff auch gekauft habe, das ich richtig gut finde, wäre es durchaus zu überlegen, mal den Kang zu holen. Es gibt so viele gute. Guinan zum Beispiel. I tend bar and I listen. Die haben sie auch schon ein paar Mal gefixt. Die hat ja mal 10 Hitpoints gegeben.
Wäre auch eine Überlegung wert. Ist recht günstig. Und Hitpoints restoren vom Flagship ist nie verkehrt. Und ich krieg das und Stamets, weißt du? Der... Naja. Naja. Ich meine, Haste ist praktisch, aber naja. Naja. Hätte ich mir jetzt nicht unbedingt gegönnt. Jamming. Die 2 Damage to all enemy ships. Ja, der Zulu ist auch nicht verkehrt. Durchaus. Wo ist denn die Uhura? Warte, ich möchte mir die noch ganz kurz anschauen. Play grant jamming to all friendly ships. Mhm. Ich bin der Meinung, die haben sie auch mal überarbeitet und ein bisschen teurer gemacht. Sie haben den Wurf auch auf jeden Fall überarbeitet. Nachdem ich den noch bekommen habe, zum Glück. Today is a good day to die. 4 damage when attacking the enemy flagship. Das ist nämlich durchaus ganz praktisch und vorher war es irgendwas anderes. Auf einem unsichtbaren, auf einem gecloakten Schiff oder gegen ein gecloaktes Schiff kann man mehr Schaden machen. Irgend sowas war da, was mir nicht so gut gefallen hat. Auf was viele schwören, ist die Valjean. Destroy random enemy ship with Guardian. 3-3. Kann man gut für die Jamming-Taktik nutzen. Ist auch ein 4er-Schiff, also 4 Kosten. Sprich, man kann es recht schnell sprechen. Aber dafür jetzt einen Token zu opfern, ich weiß ich halt auch noch nicht so richtig. Einem, wenn es halt noch richtig gute Karten gäbe. Muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir den Lore gekauft habe. Dann beiß ich mir ein bisschen im Arsch, denn da ist der Zoom right besser. Time. Weil der Zoom, der holt sich den Lore, also damit kriege ich Data und Lore. Könnte natürlich beide in mein Deck geben, dann hätte ich zweimal Lore zur Verfügung. Das wäre halt so echt die Arschloch-Taktik gegen jeden Gegner. Die rechnen alle mit einmal Lore und dann kommt auf einmal noch ein zweiter Lore daher. Das wäre schon verflucht geil, muss ich gestehen. Also auch das ist eine Idee. Das Jamming Schiff, 2 Damage, 2 Random Enemy Ships, hat leider wenig Verteidigung und kostet recht viel dafür. Ich weiß hier nicht, ob das jede Runde gilt. Ich vermisse hier ein Play. Guardian and Commander. Wenn ein Commander drauf ist, deal 2 damage to all enemy ships. Ich vermisse hier wirklich, dass da steht Play. Weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es jedes Mal, sobald ein Commander drauf ist, 2 Schaden an allen Gegnern macht. Jede Runde, solange der Guardian aktiv ist. Ich meine, 7 Verteidigung ist dann auch schnell runtergewirtschaftet. Aber eigentlich ist es so ein richtig gutes Schiff. Weil dann setzt man einfach mal nochmal einen guten Verteidiger drauf. Dann hat man 9 Verteidigung in etwa. Dann haltet das mal ein paar Ründchen aus. Right on time. Und könnte ziemlich guten Damage machen. Also auch eine gute Karte, die hatte ich jetzt noch gar nicht so am Schirm. Und Locutus. Natürlich. Destroy 2 random enemy ships. Das ist halt der absolute Shit. Das ist richtig gut. Ich glaube, dass sie den Borg Cube auch verändert haben. Assimilate Target Enemy Ship with 4 Attack or less. Der war mal auf 3 Attack. Und 4 Attack, das ist schon brauchbarer. Das hier ist auch ganz gut.
die Enterprise E, hat nämlich einen Guardian und Modulating Shields und restore zusätzlich noch Hitpoints. Also ist wirklich drei tolle Sachen und zusätzlich natürlich auch noch Hammerwerte. Also ein tolles, ja, Superschiff. Das hier ist sehr teuer für das, dass man es nur einmal verwenden kann. Also ganz ehrlich, dann würde ich lieber das Schiff hier nehmen. Die Excelsior. Und da noch den Q. Nee, den finde ich unspannend. Da verstehe ich nicht, warum der 10 wert ist. So wichtig finde ich den nicht. Also, ich wäre aktuell für Locutus. Für die Enterprise E. Für die Excelsior, wenn die wirklich so funktioniert, wie ich es mir gerade denke, dass die jedes Mal, jede Runde funktioniert. Aber das hier zum Beispiel funktioniert ja auch jede Runde. At the end of your turn, summon eine Borg Probe. Sprich, es gibt immer einen gratis Guardian, solange das Schiff existiert. Der Guardian ist zwar nur ein 1-2er, aber immerhin jedes Mal ein gratis Guardian, wenn man nicht genug Schiffe drauf hat. Und dann muss sich der Gegner halt immer wieder mit dem Guardian rumärgern. Und lässt quasi dieses 7-7er Schiff untouched. Was gut ist, was nicht verkehrt ist. Was auch eine Überlegung wert wäre. Sunk, zweimal Lore, ist einfach der Burner im PvP. Odo habe ich mir noch nie so überlegt. When a friendship is destroyed, the 3 damage to enemy flagship ist auch nicht übel. Es gibt so viele, die wirklich interessant wären. Ich wünsche, die ganzen Retreat könnte man rausfiltern, weil Tuvok, nee, brauche ich nicht unbedingt. Cisco, die 6 damage to all ships ist natürlich super praktisch, wenn man selber gerade kein Schiff da hat. Das kann auch echt gut sein, die Cisco-Karte. Valjean wäre vielleicht interessant. Aber was halt richtig gut ist, Geinen ist gut. Geinen wäre auch interessant. Aber was halt der absolute Shit ist, ist krank. Vigilance. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie den nicht doch fixen oder komplett umdesignen. Der könnte halt locker 6 auch wert sein. Oder 7. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie den nicht umdesignen, ob sie nicht die Werte hier wegnehmen, ihn teurer machen. Oder beides, die Werte wegnehmen, ihn teurer machen. Oder komplett umdesignen. Also der Kang ist overpowered. Wenn ich mehr Klingonen spielen würde, würde ich mir den Fix kaufen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich heb mir die beiden noch auf, bis es dann absehbar ist, dass die Schiffswerte auch so bleiben und nicht beim nächsten Patch wieder komplett übermodelt werden. Aber wir haben uns ja gerade sämtliche 3-Sterne-Karten gekauft, damit wir die einfach mal haben und damit wir die Tokens irgendwie verwenden können. Ja, ich habe noch so viele Tokens, die ich jetzt noch nicht gebraucht habe. Und bei den 4-Sterne-Schiffen oder Karten, da waren auch nicht mehr viele. Ja, dann haben wir die auch mal alle. Kann ich die mal alle verwenden. Ist schon ganz praktisch. Gut, dann war's das mit der X-Darge-Folge. Mal schauen, ob ich die irgendwie teilen werde in der Mitte oder so. Ist, glaube ich, ziemlich lang geworden. Ich traue mich gar nicht zum Gucken. 40 Minuten. Naja, ich sage euch auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich halte jetzt auch beim nächsten Mal wieder ein von Star Trek Adversaries. Und bis dahin, ja, kommentiert mir auch ganz gerne, wenn ihr das fleißig und gerne spielt, das Spiel. Gerade keine Freundschaftsanfrage dabei, nee. Aber einer hat schon
kommentiert unter den Videos. Der ist auch der Community Manager von Discord von Adversaries. Also wenn das du das siehst, dann liebe Grüße auch an dich. Hat mich natürlich auch gefreut. Hat auch schon ein bisschen Werbung für meine Videos gemacht. Das finde ich echt nett. Also danke an der Stelle. Und wir haben auch mal gesagt, wir spielen mal ein PvP-Match gegeneinander. Wäre natürlich lustig, das dann aufzunehmen. Dann sieht er das natürlich auch nochmal. Wäre eine lustige Geschichte. Also wenn du das siehst und noch aktiv bist, dann kannst du mir auch ganz gerne schreiben. Ansonsten natürlich an jeden, der das sieht, kann mich auch gerne mal adden unter Valvorik und dann können wir auch gerne mal ein PvP-Match machen und ich nehme das Ganze dann auf. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!